Heute mit Matthias Fladung. Mein Name ist Matthias Fladung. Ich habe Biologie an den Universitäten Konstanz und Kiel studiert und arbeite seit 1993 am Thünen-Institut für Forstgenetik in Großhansdorf an Waldbäumen und insbesondere an der Pappel. Was fasziniert Sie an Bäumen? Bäume sind Bestandteile unserer Wälder. Und die Wälder sind teilweise auch schon Jahrzehnte alt. Und Bäume als Bestandteile dieser Wälder, gerade wenn ich immer dort spazieren auch gehe, die strahlen so eine Ruhe auf mich aus, dass ich also selber auch, wenn ich mal aufgeregt bin, relativ schnell runterkomme. Gerne würden wir eben halt mit den Waldbäumen wie Buche, Eiche, Erle selber im Labor auch arbeiten. Können wir auch nicht, weil sie eben bestimmte Nachteile haben, sodass sie nicht bearbeitbar sind. Die Pappel dient als ein Modellsystem für forstliche Gehölze, weil sie eben halt zum Beispiel in der Gewebekultur sehr, sehr einfach zu bearbeiten ist. Warum ist Genome Editing interessant für die Forschung mit Bäumen? Der Grund, warum Genome Editing interessant für Bäume ist, liegt einfach an der speziellen Eigenschaft der Bäume, nämlich die Langlebigkeit. Und verbunden mit dieser Langlebigkeit eben halt auch die Eigenschaft von langen vegetativen Phasen. Die können bei Pappeln zwischen 8 und 10 Jahre andauern, bei Buche oder Fichte 20 oder gar 25 Jahre andauern. Bedeutet, wenn man dann bei diesen eben letztgenannteren Baumarten mal eine Kreuzung initiiert und möchte gerne eine Rückkreuzung dann auch durchführen, dann kann man das eben in seinem normalen Wissenschaftlerleben nicht mehr machen. Es sei denn, man ist gerade sehr, sehr jung und schafft es kurz vor der Pensionierung, tatsächlich nochmal diese Rückkreuzung zu initiieren. Dann kommt an dieser Stelle Genome Editing ins Spiel. Das ist genau der Grund, weshalb Genome Editing auch für Bäume und auch insbesondere für die Pappel interessant ist. Auch wenn die Generationszeit bei der Pappel vergleichbar mit den anderen Bäumen sehr, sehr kurz ist, können wir trotzdem die Zeit von 8 bis 10 Jahren auf 1 bis 2 Jahre runterbrechen. Wofür konkret setzen Sie CRISPR-Cas ein? Wir benutzen CRISPR-Cas zurzeit noch im Institut in der Forschung, um die Funktion bestimmter Kandidatengene zu verstehen. Wir nutzen die Technik zum Ausschalten, zum Ausnocken dieser Gene und können dann in den entstehenden Pflanzen überprüfen, ob unsere Vorstellung von der Funktion dieser Gene stimmte oder eben halt nicht. Ist das auch auf Waldbäume übertragbar? Prinzipiell ja. Es gibt nur eine klitzekleine Schwierigkeit. In der Regel ist die Methode zurzeit zumindest nur dann anwendbar, wenn ein sehr gutes Gewebe-in-vitro-Regenerationssystem etabliert ist. Heißt, dass man aus Einzelzellen wieder gesamte Pflanzen regenerieren kann. Und dieses System ist für die meisten Waldbäume nicht so entwickelt wie eben halt für die Pappel. Wenn es aber Methoden gibt, mit denen man unter Umgehung dieses Gewebekulturschrittes ebenfalls Genome Editing durchführen kann, dann wäre das System ohne Probleme auch auf Waldbäume wie Buche und Eiche übertragbar. Welche praktische Anwendung könnte sich für die Zukunft daraus ergeben? Für die Zukunft, und das wird in einigen Jahren sicherlich der Fall sein, könnte ich mir schon vorstellen, dass insbesondere die Veränderung von Holzeigenschaften im Vordergrund stehen. Und hier ist insbesondere die Prozessierung des Holzes oder an die Prozessierung des Holzes gedacht. Das Holz nutzt man ja zum Beispiel für die Papierindustrie, indem man Zellulose herausextrahiert. Aber die Zellulose ist ja nicht der einzige Bestandteil des Holzes, sondern da ist ja auch noch Lignin, der Verfestiger. Und das Verhältnis zwischen Lignin und Zellulose ist eben halt entscheidend, wie leicht oder wie schwierig man die Zellulose aus dem Holz herausbringt. Oder wenn man an Verbrennungseigenschaften denkt, ist es eben halt auch wichtig, an das Verhältnis ein wenig zu schrauben. Und hier ist auf jeden Fall eine Möglichkeit vorhanden für die Zukunft.